Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 4. Wir haben uns einen Pickup Truck gekauft. Ich habe ihn ein bisschen modifiziert. Ich habe nur den Motorchip eingebaut und habe schon mal die Pickup Meisterschaft Probe laufen lassen. Was heißen soll, ich habe schon 2 von 3 Rennen geschafft. Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen laut. Ich mache es ein bisschen leiser. So. Es fehlt bloß noch der Laguna Seca, weil Fuji haben wir schon so oft gesehen. Seattle haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Laguna Seca haben wir noch nicht so oft, sind wir noch nicht so oft befahren. Von daher lasse ich das mal als Let's Play laufen. Es ist eigentlich relativ unspektakulär, es sind Pickup Trucks. Also, ich finde Pickup Trucks jetzt nicht so sonderlich interessant. Aber es ist mal was anderes, also als immer nur mit japanischen Autos zu fahren. Ja. Und ich muss sagen, der Ford fährt sich echt gut. So. Man sieht schon gleich am Anfang, dass wir eine sehr schöne Beschleunigung haben. Das Ding wiegt, glaube ich, 2 Tonnen oder so. Hat auch bloß 4 Gänge, also. Und hat eine sehr lange, also das Getriebe ist sehr lang übersetzt. Also, das ist wirklich ziemlich krass. Einen Augenblick, ich muss kurz was testen. Okay, alles gut. Vor allem, es scheint auch so zu sein, dass die Pickup-Trucks ziemlich viel verbrauchen. Und wieso habe ich jetzt gerade so einen schlechten Start? Also in Fuji und Seattle habe ich ziemlich abgeräumt. Wer ist denn da ganz weit vorne? Was ist denn für ein Auto? Das ist bestimmt ein Pickup-Truck. So, Angriff durch die Korkenzieherkurve. Zack, zweiter. Man merkt richtig, dass das Auto schwer ist. Und das finde ich an Gran Turismo generell ziemlich nice. Man fühlt sich halt, also man weiß halt. Es wird gut vermittelt, wie sich das Auto anfühlt. Es ist jetzt nicht so wie GTA oder Need for Speed, wo man Autos mit 200 km/h um die Kurven schmeißen kann. Und wo es dann auch egal ist, ob man einen Kleinwagen hat oder eine Limousine oder einen Pickup-Truck. Aber in Gran Turismo ist es halt so, dass man wirklich merkt, okay, ich fahre ein schweres Auto, ich fahre ein langsames Auto oder ein leichtes Auto und so weiter. Dieses Spiel trainiert auch so ein bisschen das Popometer, wie ich es immer nenne. Also wenn man im echten Auto fährt. Man kann durch das Spiel besser einschätzen, ob man eine Kurve schafft oder nicht. Und das ist ziemlich nice. Ich hoffe, dass wir noch Erster werden. Also ich werde mal die Korkenzieherkurve zum Angriff nutzen. Also für 400 PS fährt sich das Ding echt langsam. Klar, wegen des Gewichts mal wieder, ne? Wo wir schon beim Thema Gewicht sind. Aber dafür können wir Offroad fahren. Aber ob das noch reicht? Ich glaube nicht. Mal so als Vergleich, ne? Unser Nissan, unser gelber Nissan hat auch 400 PS. Und das sind ja Welten. Nein, wir müssen das Auto ein bisschen aufmotzen, eigentlich. Schade.
Ich habe die anderen beiden Rennen wirklich auch gegen dieses Auto, gegen den Chevrolet Silverado gewonnen. Also ich weiß nicht, was da jetzt hier schiefgelaufen ist, aber es ist anscheinend irgendwas schiefgelaufen. Das ist auch eins der am schlechtesten bezahlten Rennen überhaupt. Man muss sich einen Pickup-Truck kaufen. Für 30.000 Credits. Und kriegt pro Rennen gerade mal 1.200. Das ist sowas von verhältnismäßig Kacke. Dass man da wirklich nur den Kopf schütteln kann. So, wir kaufen uns eine Gewichtsreduktion. Von 2,1 Tonnen auf 1,8 Tonnen. Das ist schon eine Menge. Und weil wir so in Geberlaune sind, nehmen wir auch noch die zweite Stufe dazu. Obwohl, das sind jetzt bloß noch 70 Kilo. Also das ist dann schon eher so ins Detail gehen. 448 PS. Okay. Alright. 601 PS. Ja, moin. Ja, definitiv 448 PS. Knallt's rein los. Dann machen wir noch einen Ölwechsel, weil ich glaube, er hat Leistung verloren. Denn man hat ja irgendwie nach jedem Rennen so 1, 2 PS weniger oder 1 PS weniger. Was irgendwie. Es scheint so ein bisschen unrealistisch zu sein. Weil es ist ja. Also, wenn ich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre, 1 PS verlieren würde, dann müsste ich jetzt schon rückwärts fahren. Ich weiß, es macht keinen Sinn, ich wollte lustig sein. Okay. Let's try it again. Ich meine, Pickup-Trucks sind ja in Amerika sehr beliebt. Aber werden die auch gebraucht? Ich meine, man sagt immer, oh ja, ich brauche ein großes Auto. Die meisten Leute sagen immer, ich brauche ein großes Auto. Ich muss so viel transportieren. Ich muss so viele Leute mitnehmen. Ich muss so viel Gepäck transportieren. Und in 90% der Fälle fahren sie alleine mit dem Auto. Und es ist kein Schwein mit dabei. Da frage ich mich immer, warum? Ist man sich vielleicht zu schade einzugestehen, dass man kein großes Auto braucht? Haben Kleinwagen zu wenig Ego? Also ich weiß von mir, und ich sage das auch ganz ehrlich, ich brauche kein größeres Auto. Mein nächstes Auto wird definitiv ein kleineres Auto. Entweder ein Klein- oder ein Kompaktwagen. Mazda 2, Mazda 3, Toyota Yaris oder Auris oder was auch immer. Weil ich habe ab und zu mal ein bisschen was zu transportieren, aber das kommt jetzt nicht so oft vor. Und ich würde lieber den Platz oder die Größe opfern und dafür dann ein besseres Fahrgefühl zu haben und einfacher einparken zu können. Und generell, Kleinwagen fahren sich einfach dynamischer und spritziger als vergleichbare große Autos. Und sie sind natürlich günstiger, das darf man nicht vergessen. Günstiger, sparsamer. Ja, günstiger und sparsamer. Ich meine, generell finde ich es auch immer so. Jeder hat ein Auto, gefühlt. Und jeder fährt alleine mit dem Auto. Man sieht, wenn man so mal die Stadt sich irgendwo hinstellt und mal darauf achtet, wie viele Personen in den Autos sitzen, sieht man eigentlich meistens Leute, die alleine fahren. Und das sind dann auch keine kleinen Autos, das sind dann große Autos.
In Amerika auf den Highways gibt es übrigens, ich glaube, das ist nur in einigen Staaten so, keine Ahnung, aber ich habe es mal irgendwo gesehen. Kann auch sein, dass ich mich irre, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es da solche Extraspuren, die nur von Autos befahren werden dürfen, die mindestens 3 Leute oder so drin haben, also quasi 4 Fahrgemeinschaften, damit die halt schneller vorankommen und nicht im Stau stehen müssen. Das ist natürlich, ja, eine Möglichkeit. Also ich mag Amerika eigentlich nicht. Aber das ist wirklich eine sehr sinnvolle Sache. Und Tesla ist auch eine sehr sinnvolle Sache. Solche anderen Sachen aus Amerika sind eher nicht so sinnvoll. Aber das sind schon sehr sinnvolle Sachen. Ich finde es schade, dass unsere Welt so amerikanisiert ist. Kann man das sagen? Darf man das sagen? Es ist halt alles extrem. Die USA gibt halt immer so viele Trends vor und das ist wirklich unglaublich. Unglaublich. So, was für ein Auto gewinnen wir jetzt? Jetzt bin ich gespannt, was wir da jetzt gewinnen. Jetzt bin ich mal gespannt, was man da gewinnt. Vielleicht ein Muscle Car? Ein Muscle Car wäre vielleicht noch ganz gut. Weil das könnte man dann auch in Muscle Car Wettkämpfen benutzen und nicht so. Sturmstaffel. Ja. Ich meine, was soll ich mit noch einem Pickup Truck? Ich habe bereits einen. Obwohl man es nicht bestreiten kann, dass der hier schon so ein bisschen nicer aussieht. Für meinen Geschmack. Also der sieht schon so ein bisschen schnittiger aus. Ich glaube, ich verkaufe den Ford wieder. 7000. Nee, ich behalte ihn doch lieber. Scheiße. Ja, genau, was ich sagen wollte, ist, wir machen mal. Genau, sortieren nach Leistung. Da, unser Race Car. Hat einen Wert von 318.000 Credits. Alter Falter. So, ich weiß nämlich nicht, ob. Machen hier denn Rennautos mit? Ich glaube ja, ne? Dann knüppeln wir jetzt die Meisterschaft rein. Die dürfte ja nicht so lang dauern, weil wir auch ein sehr schnelles Auto haben. Es ist 19:53 Uhr. Ich trinke kurz einen Schluck. Ja, wir haben tatsächlich Rennautos. Ups, ja. Obwohl, nee, ist halt eigentlich eher Straßenautos. Naja. Gut. Also. Oh, was war das denn gerade? Habt ihr es gehört? The fuck? Also, wir haben eigentlich. Alter, das Ding geht ja ab wie Schmitz' Katze. Das ist die Art von Autos, die ich meine, wenn ich sage, wir fahren mit Rennautos. Das ist auch nichts für Milchmädchen hier, das ist der richtige Shit. Jetzt kann ich meine ganze Rennfahrererfahrung ausleben. Auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Nein, ich schaue auch sehr gerne Motorsport und das hilft wirklich. Wenn man sieht, wie das die anderen machen, dann wird man auch besser in solchen Spielen. Aber es ist natürlich erstmal noch eine Gewöhnungssache. Ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig. Ich möchte nicht erst sagen, dass ich so total gut fahre und dann in die Böschung fahren. Das wäre ein bisschen peinlich. Das Auto fährt sich einfach. Boah. Das ist Wahnsinn. Haha.
Das Ding geht in die Kurven wie ein... Was weiß ich nicht was, Alter. Ach so, das war gar keine scharfe Kurve. Ja, doch, doch. Geht schon. Und man sieht auch hier wieder, dass es einen richtigen Überflieger gibt, nämlich diesen, den Porsche quasi. Den Ruf. Der ist weitaus schneller als der Rest der Truppe, aber eben nicht so schnell wie ein Rennauto. Das Auto hat beim Lenken in den Kurven mehr als 2G. Das ist ganz schön krass. Ah, hier bin ich noch zu vorsichtig. Da weiß man immer nicht, wie... Oh. Ah, ist das geil. Das ist richtiger. Das ist richtig erotisch. Also. Es tönt mich schon ein bisschen an. Oh, man merkt sogar, wie der Spoiler das Auto nach unten drückt, ey. Das merke ich mit dem Controller. Ach so, unglaublich. Wir sind ziemlich overpowered, aber trotzdem, es ist einfach so geil. Oh. Ich möchte gerne mal die ersten paar Sekunden von der Wiederholung sehen. Die haben alle keine Chance. Mal sehen, wie bin ich gefahren? Oh. Also ich muss sagen, in den Wiederholungen sieht immer alles gut aus. Aber es sieht schon sehr professionell aus, muss ich sagen. Richtig nice. Nächstes Rennen. Achso, erstmal das Geld einsacken. 10.000! 10.000 Credits, liebe Freunde. 10.000 Credits. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass wir so viel Geld dafür kriegen. Es ist schon atemberaubend. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Natürlich. Warum auch nicht? Machen wir das nächste Rennen. Bevor ich hier noch die Fassung verliere. Nein, alles gut. Es war keine schlechte Nachricht. Es war eine gute Nachricht. Ich habe eine Nachricht von Sebastian Vettel bekommen. Er möchte mich als Rennfahrer haben. Ja. Ich mache YouTube dicht. Wieso zeigt er immer so früh an zu bremsen? Das ist doch viel zu früh. Mann, Mann.
Oh, jetzt geht's richtig ab, die lange Gerade. Uiuiui. Dreihundert Sachen, Alter. Ah, zu früh gebremst. Und weiter. Könnt's noch zweimal üben. Oder einmal noch? Ne, doch einmal noch. Ja. Das war gut. Das war ein sehr guter Bremspunkt. Man muss sich auch mal selbst loben können. Oh, bremsen! Ein bisschen zu spät, aber ist ja okay. Das Auto hat irgendwas gefressen, ey, das ist so schnell. Das glaubt man gar nicht. Das ist ein richtiges Killerauto. Das ist einfach sowas von geil. Ich weiß, ich habe gerade keine gute Moderation, außer halt immer wieder zu sagen, dass das Auto geil ist, aber es ist einfach sowas von... Und immer mal im sechsten, immer mal gemütlich hier. Das war nichts. Deswegen gab es auch bloß einen Aspektpunkt. Ich glaube, diese Aspektpunkte sind davon abhängig, was für ein Auto man hat. Wenn man mit einem richtigen OP-Auto ankommt, dann hat man, glaube ich, nicht so viele Punkte. Aber die Credits, also die Bezahlung bleibt gleich. Also man kriegt immer das gleiche Geld, auch wenn man jetzt das schnellste Auto der Welt nimmt. Oder eben mein Auto. Oh, Tokio. Okay, ich bin wieder soweit. Danke für eure Geduld. Aus dem Weg. Damit es hier nicht zu einem Unfall kommt. Das Ding hat ein Kennzeichen. Ah ja, stimmt. Das ist so ein kleines Easter Egg oder so, ja. Easter Egg.
Naja, schon. Also es gibt ja in diesem Spiel keine Porsches, kein Porsche. Es gibt ja nur Ruf, also die quasi eine Marke, die von Porsche die Karosserie und sowas alles nimmt, aber das halt selber aufbaut. Also quasi Pseudo-Porsche. Lizenzfreie Porsche. Und als kleines Easter Egg hat der Porsche hier, der Yellow Bird, hat das Ding hat ein Kennzeichen, wo glaube ich drauf steht P911. Also quasi 911. Und das P steht für Porsche. Es ist übrigens der Gran Turismo-Reihe zu verdanken, dass die Marke Ruf überhaupt Bekanntheit erlangt hat. Tatsächlich. Könnt ihr euch vorstellen, mit 300 km/h an die Wand zu rasen? Ich nicht. Ich bin zwar kein Physiker, aber ich würde sagen, allein schon die G-Kräfte beim abrupten Anhalten oder beim abrupten zum Stehen kommen reichen aus, um einen so ziemlich alles zu zerfetzen, was in einem drin ist. Das heißt, es gibt keine Chance, das zu überleben. Es ist einfach unmöglich. Also ich glaube, die Augäpfel werden einem bestimmt rausfliegen bei sowas. Ein sehr schrecklicher Gedanke, ich weiß, aber das sind so Sachen, da denke ich drüber nach. Ah, oh, es ist ein geiler Rennschlitten, Alter. Richtig sexy. Die sexy Hexi. Nächstes Rennen. Abbrechen. El Capitan, rückwärts. Man könnte auch erst ein Qualifying fahren, aber ich finde das schwachsinnig, weil wir überholen alle schon aus dem Stand heraus. Aber in anderen Rennen kann das durchaus helfen. Das ist eine Strecke, die kenne ich jetzt nicht so. Und die ist mir auch ein bisschen zu hügelig. Ich bin eher so ein Flachlandmensch. Ich wohne ja auch im Flachland. Ich kapiere einfach nicht, wie Berge funktionieren. Also, ich sehe ja nicht jeden Tag Berge. Da denkt man sich immer, also wenn ich mal Berge sehe, so eine richtigen Berge, denke ich mir immer, wow. Wie? Versteht ihr? Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Die höchste Erhebung, da wo ich herkomme, also der höchste Berg, ist, sage und schreibe, 170 Meter hoch.
Da ist überhaupt nichts mit Bergen. Da gibt es Gebäude, die höher sind. Es gibt Fernsehtürme, die höher sind. Und Power, Power, Power. Yeah, und rein in die Kurve und rein in die Wand. Da war ich zu aggressiv. Ich finde es immer so anstrengend, bergauf zu fahren. Man sieht einfach nicht, was hinter der Bergkuppe kommt. Weiß ich nicht. Bergauf verbraucht es mehr Sprit. Eigentlich müsste man alle Straßen bergab bauen. Noch eine Runde? Oh. Warum? Das ist Folter. Pure Folter. So, hier unbedingt vorher bremsen, sonst fliegt man wieder hoch. Das ist auch so eine Sprungschanze hier, meine Güte. Eine sehr anspruchsvolle Rennstrecke, das muss ich schon mal sagen. Fast noch schwerer als der Nürburgring. Perfekt. Jetzt kommt, glaube ich, noch ein einziges Rennen, dann ist vorbei, oder? Wir haben ja auch Rennreifen drauf, das macht auch einen Unterschied. Also ich möchte den Wagen nicht mit Straßenreifen fahren. Die Reifen müssen ja auch mit der Leistung klarkommen. Wir müssen ja auch den Grip. Oh nein, nicht zu Kuba. Nicht mit solchen schnellen Autos. Ich glaube, wir brauchen hier bloß zwei oder drei Gänge. Oder vielleicht den vierten auch noch. Ja, was habt ihr denn für ein Problem, hä? Aus dem Weg. Aus dem Weg. Puh.
Oh, den fünften auch noch, Mann. Dann noch 5 Runden, Alter. Es ist einfach so ein Vergnügen, dieses Auto zu fahren. Wir machen mal eine extra Runde hier. Oh, Schikane. Oh. Und noch 2 Runden. Noch nie. So, das war, glaube ich, das letzte Rennen der Meisterschaft, wenn ich mich recht entsinne. Gibt erstmal 10.000 Kredits. 84.000 haben wir jetzt mittlerweile. Und dann nochmal 20.000 für die Meisterschaft, genau. Macht 104.000 Credits. Und dann gibt es noch ein Auto geschenkt, bestimmt. Und so wie ich das Rennen jetzt kenne, bestimmt ein recht gutes Auto. Also ein Sport, ein getuntes Auto, halt irgendein S2000. Ich sag S2000. Nein, das ist ein. Ui. Das sieht bunt aus. Das sieht sehr bunt aus. Von 2004. Naja. Schauen wir uns doch mal an, was das Ding drauf hat. Nicht Status. PS. The fuck. Was zum Teufel? Hat ein V6 770 PS? Alter. 1440 Kilogramm. Und du?
Ja, der ist aber dafür leichter, der andere. Also ich denke mal, die haben ungefähr gleich viel Leistung. Wir testen den mal kurz. Beim Testkursus. Dann sehen wir ja, was der Wagen so drauf hat. Der hat auf jeden Fall schon mal ein riesiges Turboloch, das sehe ich jetzt schon, habe ich schon gemerkt. Ja, hallo? Alter. Der hat ja ein Turboloch noch und nöcher. Also ich mag die Leistungsentfaltung überhaupt nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ja, 300 irgendwas, ne? Der Turbo hört sich auch lustig an, ey. Meine Güte. Aber ich meine, schaut doch mal, was der für ein riesiges Turboloch hat. Dann ist mal so bei normalen hier, ne? Hier kommt gar nichts. Und dann auf einmal so swoosh. Pass auf. Das ist irgendwie nicht so harmonisch, wie ich dachte. Und 345,87 km/h. Das ist im Vergleich zu meinem. Das ist ungefähr gut. Kann man das Getriebe eigentlich einstellen hier? Dann könnte der sogar 400 laufen, glaube ich. Getriebe kann man hier nicht anpassen, nein. Der könnte 400 laufen, kein Problem, glaube ich. Mit dem richtigen Getriebe und dem Tuning wäre das, glaube ich, möglich. Naja, gut. Das war soweit der Part. Wir haben viel geschafft. Und im nächsten Part schaffen wir noch mehr, ja? Bis zum nächsten Mal, ciao.